Der Schreibtisch Theodor Fontanes in der Potsdamer Straße in Berlin. Hier entstand einer der großen Romane der Weltliteratur. Ein spätes Werk des 75-jährigen Fontane, der die Geschichte der Wirklichkeit entnommen hatte. Als Effi Briest 1895 erschien, lebte seine Heldin noch. Mann, wie ein Ritter. Er sieht wie Lohengrin aus. Um Gottes Willen, Effi, nicht so hoch. Mir wird ja ganz schwindelig. Effi? Effi! Ja, Mama! Komm! Effi, komm. Der Ruf der Mutter bedeutete das Ende der Kindheit. Im Haus wartete der zukünftige Ehemann auf Effi. Erstarrte Konventionen und überholte Ehebegriffe werden ihr Leben zerstören. Effi Briest ist die Geschichte eines Ehebruchs mit tödlichen Folgen, ein Abgesang auf die brüchige Welt des märkischen Adels. Vom Schicksal der Baronin Elisabeth von Ardenne erfuhr Fontane im Salon der Emma Lessing. In Front des schon seit Kurfürst Georg Wilhelm von der Familie von Briest bewohnten Herrenhauses zu Hohenkremmen fiel heller Sonnenschein auf die mittagsstille Dorfstraße. So beginnt Fontane seinen Roman. Die Schaukel an den mächtigen Platanen, das Rondell mit der Sonnenuhr sind die Bilder Fontanes für das beschauliche Leben der alten Adelsfamilie von Briest. Hohenkremmen und Kessin in Pommern, die Orte des Romans, sind auf der Landkarte nicht zu finden. Dichtung und Wirklichkeit. Fontanes Hohenkremmen liegt in der Mark Brandenburg. Dort beginnen die Lebenserinnerungen der wahren Effi Briest. Als jüngste und letzte von vier Töchtern, die alle zusammen vom Majoratserben überstrahlt wurden, wurde ich am 26.10.1853 auf unserem Gut Zerben an der Elbe geboren. Erhielt den Namen Elisabeth in der Taufe. Das Schloss Zerben, heute eine Ruine, war der Stammsitz des alten Adelsgeschlechts von Plotho in der Mark Brandenburg. Standesbewusst hat Elisabeth immer Wert auf ihren Titel Edle und Freiin von Plotho gelegt. Vaterlos aufgewachsen, war die junge Elisabeth wild und eigenwillig, machte Ausritte und wurde ärgerlich, wenn es hieß: Elseken, mach rasch, dass du reinkommst. Du sollst den Fähnrich von Ardenne Klavier spielen hören. Dieser Befehl der Mutter bedeutete auch für die 14-jährige Else das Ende der Kindheit. Die Mutter plante, ihre Tochter gegen deren Willen mit dem Baron Armand von Ardenne zu verheiraten. Doch Ardenne, der dem Rathenower Zieten-Husarenregiment angehörte, musste erst einmal an die Front, in den Deutsch-Französischen Krieg 1870. Vielleicht war es die in der Luft liegende patriotische Kriegsbegeisterung, die Elisabeth bewog, den Widerstand gegen die Heiratspläne ihrer Mutter aufzugeben. Als Armand leicht verletzt aus dem Krieg zurückkehrte, verlobten sie sich und 1873... Nach zweijährigem Brautstand wurde unsere Hochzeit in meinem geliebten Zerben in der Dorfkirche gefeiert. In Fontanes Roman muss Effi als Braut dem viel älteren Landrat Baron von Innstetten in ein Provinznest in Pommern folgen. Auch Elisabeth von Ardenne muss Gut Zerben und ihre märkische Heimat verlassen. Aber anders als Effi zog sie mit einem jungen Mann aus der Provinz in die Stadt. Leutnant von Ardenne absolvierte in Berlin die Kriegsakademie. Im Übrigen fiel mir das ungewohnte Stadtleben schwer, wenn ich auch noch sehr gemütlich mit der Pferdebahn bis ins Innere der Stadt kam. Wir lebten sehr still. Im letzten Haus am Lützow-Ufer, direkt am Tiergarten, konnte sie die Löwen brüllen hören. Das war ihr das Interessanteste. Dagegen lernte ich ungern an meiner eigenen feinen Nase das bekannte Berlin-Wort im Frühjahr kennen.
Es wird schon schön. Es stinkt schon hier am Kanal. Elisabeth war häufig allein mit der neugeborenen Tochter. Der ehrgeizige Gemahl hatte vor allem seine militärische Karriere im Sinn. Seine Gefühle für die junge Frau waren eher unterkühlt. Nach erfolgreichem Abschluss der Kriegsakademie wurde von Ardenne zurück in die Heimat abkommandiert, nach Rathenow. Bald darauf der nächste Umzug. Ein Wanderleben begann, ausgerichtet auf die Karriere des Barons. Nach Rathenow, Berlin, Düsseldorf, Metz. 1883 wieder Düsseldorf. Ein Jahr lang lebte das Paar im Rokoko-Schlösschen in Düsseldorf-Benrath. Es war eine glückliche Zeit an einem Ort, der für das Schicksal von drei Menschen bestimmend werden sollte. Den Aufenthalt in Schloss Benrath wird sie später beschreiben als ein Sonnendasein voller Frohsinn und Unbeschwertheit. Ein Freundeskreis aus Künstlern bildete sich um das Paar, die Benrather Tafelrunde. Im Mittelpunkt ihrer Feste stand Elisabeth von Ardenne. Sie wurde von allen nur die Herrin genannt. Einer aus dieser Tafelrunde malte dieses Bild und verliebte sich in sie. Der Düsseldorfer Amtsrichter Emil Hartwig. Ein extravaganter Mann, ganz anders als der soldatische Rittmeister von Ardenne. Hartwig malte nicht nur, er griff das etablierte Schulsystem in seinen Schriften an und gründete einen Zentralverein für Körperpflege. Zum ersten Mal begegneten sich die von Ardennes und der verheiratete königliche Amtsrichter Hartwig im Düsseldorfer Künstlerverein Malkasten. Schon bald wurde Hartwig ein enger Freund des Ehepaars von Ardenne. Auf den rauschenden Festen des Malkastens kamen sich die Adlige und der Bürgerliche näher. Der Ehemann ahnte nichts. Elisabeth von Ardenne fühlte sich angezogen von der unkonventionellen Art Hartwigs, der Opern liebte und gerne selbst Theater spielte. Sie gingen für ihre Zeit sehr weit in ihrer Leidenschaft. Zusammen standen sie kostümiert auf der Bühne des Malkastens als lebendes Bild. Hartwig als Kavalier. Und Elisabeth, die ihren Verehrer sinnend anblickt. Der Schritt vom Wege heißt das Theaterstück in Fontanes Roman, in dem Effi und Major Crampas sich näher kommen. Major Crampas ist ein Mann vieler Verhältnisse. Im Roman bleibt es bei einer kurzen Affäre. Aber der Amtsrichter und die Baronin wollten ihre verbotene Liebe legalisieren. Als Hartwig zum ersten Mal mit Elisabeth ausritt, ließ er dieses Foto machen und bezeichnete den Tag als Höhepunkt seines Lebens. Was nun kam, war der Beginn des Dramas im Leben wie auch im Roman. Armand von Ardennes Karriere verlangte einen neuen Ortswechsel. Er wurde nach Berlin ins Kriegsministerium berufen. Hartwig schickte der Baronin depressive Briefe. Zerstreuet ist die Tafelrunde und kam selbst häufig nach Berlin. Das Liebespaar traf sich in aller Öffentlichkeit. Der Ehemann begann Verdacht zu schöpfen und suchte nach Beweisen. Er fand die Briefe Hartwigs an seine Frau. Und dem Offizier des Kaisers blieb nur ein Weg, das Duell. Schauplatz, die Berliner Hasenheide, im Morgengrauen des 25. November 1886. Hartwigs erster Schuss ging absichtlich ungezielt in die Luft. Ardenne traf. Nach drei Tagen starb Hartwig in der Charité an seinen Verletzungen. Armand von Ardennes Männerehre war wiederhergestellt und er fühlte sich frei von jeder Schuld. Das Duell erregte die Berliner Öffentlichkeit. Selbst auf die Tagesordnung des Reichstags kam eine Resolution gegen das Duellunwesen. Armand von Ardenne erhielt 2 Jahre Festungshaft. Eine Formsache, nach 18 Tagen wurde er entlassen. Elisabeth wurde schuldig geschieden, die Kinder dem Vater zugesprochen. Erst 16 Jahre später haben sie ihre Mutter wiedergesehen. Es war ja nach damaligem Recht, war es ja so, dass wenn jemand schuldig geschieden wurde, und das war der Fall, dass der Ehemann dann verlangen konnte, dass sie seinen Namen wieder ablegt. Aber mein Großvater, der in dem Prozess, in dem Scheidungsprozess als Zeuge aufgetreten war,
Der hat dafür gesorgt, dass sie doch den Namen Ardenne beibehielt, denn er wollte den Namen unserer Familie nicht mit dieser Problematik belasten. In Fontanes Roman zerbrach die Heldin an dem starren Korsett der gesellschaftlichen Normen. Ich sterbe mit Gott und Menschen versöhnt, auch versöhnt mit ihm. Lass ihn das wissen. Und dass ich in dieser Überzeugung gestorben bin. Es wird ihn trösten, aufrichten, vielleicht versöhnen. Denn er hatte viel Gutes in seiner Natur und war so edel, wie jemand sein kann, der ohne rechte Liebe ist. Willst du nicht lieber schlafen gehen, Effi? Lösch das Licht aus, Mama. Ich möchte noch die Sterne sehen. Elisabeth, Baronin von Ardenne, geächtet von beiden Familien, blieb am Leben, entwickelte im Kampf gegen die Barrieren der Gesellschaft ein neues Selbstwertgefühl. Sie fühlte sich schuldig an Hartwigs Tod, machte vielleicht deshalb eine Ausbildung als Krankenschwester. Sie arbeitete in Kliniken in der Schweiz, in Schlesien, in München. Im Berliner Asyl Schweizerhof, einer Anstalt für Geisteskranke aus Adelskreisen, war sie einige Zeit Oberin. Im Ersten Weltkrieg sehen wir sie auf einem Foto in der Mitte mit weißer Schürze als Pflegerin in einem Lazarett. Die Vergangenheit war tabu. Die Familie, meine Familie, hat das Thema Effi Briest bzw. die Affäre totgeschwiegen. Mein Großvater, der die Geschichte der Familie geschrieben hat, hat über dieses Thema kein einziges schriftliches Wort hinterlassen. Fast 50 Jahre verbrachte Elisabeth von Ardenne dann in Lindau am Bodensee als Pflegerin einer psychisch kranken Frau aus reicher Familie. Eine grausame Gesellschaft der falschen Ehrgefühle hatte das Leben der wahren Effi Briest verändert. Fontane, dem Dichter ihres Lebensdramas, war Elisabeth Baronin von Ardenne nie begegnet. Es ist ja lange darüber geredet worden, hat sie nun das Buch eigentlich gelesen oder nicht? Mein Vetter Ardenne sagte allerdings, seine Großmutter hätte das nicht gelesen. Und damals, nach dem Ersten Krieg, wenn wir zusammen waren, ist das Thema ja überhaupt gar nicht angesprochen worden. Aber gewusst hat sie natürlich davon. Aber ich glaube, selbst gelesen hat sie, das hat sie vermieden. Auch sie selbst erwähnt in ihren Aufzeichnungen die große Liebe zu Emil Hartwig nie. Nur an ihren Enkel schrieb sie einmal, Hartwig habe großes Leid, aber auch großes Glück in ihr Leben gebracht. Elisabeth Baronin von Ardenne starb 1952 im Alter von 99 Jahren. Begraben ist sie auf dem Friedhof Stahnsdorf bei Berlin. Als die Familie von Ardenne ihre Grabplatte nach Dresden holte, löste das einen Proteststurm der Fontane-Anhänger aus. Nun ist der Stein wieder an seinem Platz und das Grab der Elisabeth, Baronin von Ardenne, geborene Freiin und Edle von Plotho, bleibt eine Pilgerstätte der Effi Briest-Liebhaber.